Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich habe hier heute ein Kreativset von SES Creative, ein Bügelperlenset. Da kann man unterschiedliche Tiere oder auch eine Blume, einen Schmetterling, einen Cupcake mit Bügelperlen machen. Und es sind 1600 Bügelperlen mit im Set enthalten. Außerdem diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vorlagen. Zwei Schlüsselanhängervorlagen, also nicht Vorlagen, sondern zwei Schlüsselanhänger und so eine Folie hier. Man kann das Ganze dann auf diese Formen stecken, drüber bügeln und daraus eben so Figuren machen. Also viele von euch werden wahrscheinlich Bügelperlen schon kennen. Geeignet ist das Ganze für Kinder ab 5 Jahren. Und jetzt mache ich die Packung mal auf und wir schauen uns das mal etwas genauer an. Es ist ein Beutel mit Bügelperlen mit dabei. Das sind weiße, hellblaue, dunkelblaue, rote, pinke, lilane, grüne, gelbe, orange. Also eigentlich viele unterschiedliche mit dabei. Hier sehe ich auch so einen rosa Perlmuttfarbenen. Schwarz ist jetzt nicht mit dabei, aber sonst weiß und viele verschiedene bunte Farben. Dann haben wir hier diese Vorlagen. Das scheint für einen Muffin oder Cupcake zu sein. Wir haben einen Schmetterling. Das könnten eigentlich auch unterschiedliche Tiere sein. Könnte jetzt vielleicht eine Eule sein. Oder es könnte aber auch vielleicht irgendwie so ein Hamster oder so sein. Also da kann man ja auch selber kreativ werden. Katze, also ein Katzenkopf, ein Delfin, ein Pferdekopf, eine Blume und ein Herzchen. Dann sind zwei so Papierbögen mit dabei, die legt man eben da drauf, wenn man das Ganze bügelt. Und hier ist noch eine kleine Tüte. Draußen hatten wir ja schon gesehen, dass da zwei Schlüsselanhänger mit dabei sind. Aber hier scheint auch noch so ein Band mit dabei zu sein. Also ein Schlüsselanhänger und noch ein Schlüsselanhänger. Die sehen so aus. Das sind so Schlüsselanhänger, die man mit so einem Clip hier so aufmachen kann. Ging ganz schön schwer. Also zwei verschiedene. Nicht zwei verschiedene, zwei die gleichen. Und dann ist hier noch so ein Band dabei, einfach ein schlichtes, dunkelbraunes oder schwarzes, das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, Band. Damit kann man sich also dann auch eine Kette machen oder ein Armband. Ich könnte mir schon vorstellen, man macht eben so ein Herzchen und macht dann so ein Band drum und kann sich das Herzchen dann auch hier als Armband drum machen. Ja, das ist dieses Set von SES Creative und wenn ihr sehen wollt, wie ich das Ganze ausprobiere, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich werde das auf jeden Fall mal testen und euch dann zeigen in einem Video. Das war jetzt erstmal nur das Set. Ich habe euch das vorgestellt und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr schon was mit Bügelperlen mal gemacht habt, ob ihr Bügelperlen gerne mögt. Oder ja, was ihr generell so von Bügelperlen haltet. Ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass die im Moment wieder ein bisschen in Trend kommen. Also, was meint ihr dazu? Wie findet ihr Bügelperlen? Schreibt das alles in die Kommentare hier unten. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut auch unsere anderen Videos und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn doch. Tschüss!